Folge Nummer 47 von Oxygen Not Included. Wir sind hier unterwegs mit unserer kleinen Welt, die wir jetzt wieder in Schwung kriegen wollen. Wir waren hier unten beim Erdgas und ich bin jetzt echt am Überlegen. Wir haben hier den Generator. Was macht der Generator? Der macht aus Erdgas Strom. Das heißt, wir führen hier Erdgas rein, das ist ja richtig so. Und was wir ausführen, ist ja Kohlenmonoxid. Den leiten wir natürlich jetzt gerade hier nach oben. Das ist ja voll der Blödsinn, den wir da machen, denke ich mal. Das kann ja gar nicht richtig sein. Der Kohlenmonoxid, der darf da gar nicht bleiben. Der muss woanders hin. Der muss nach unten im Endeffekt, ne? Ja, da müssen wir nochmal checken, was wir da machen. Aber hier ist ja noch nicht fertig erstmal. Lass mal erstmal gucken, dass wir die Lüftung hier aufrufen und die Rohre aufrufen. Also das hier ist definitiv das Falsche, ne? Wir müssen gucken, dass wir hier noch eine Brücke hingegen, eine Gasbrücke. Und zwar... Ne, Gasbrücke brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen einfach nur einen Abzweig hier, der hier lang geht und da lang geht. So, und dieses Stück hier, das kann, muss abgerissen werden. Also wenigstens das hier. Ne, nicht ab, auch zerlegen. Das muss da zerlegt werden. Wenn es zerlegt ist, machen wir eine Brücke und dann soll der Ausströmung hier irgendwo stattfinden. Ja. Hier haben wir ja einen Luftreiniger. Nutzt Wasser, um Kohlendioxid aus der Luft zu reinigen. Der Kohlendioxid muss also da rein. Das bedeutet, wir müssen Lüftung haben, wir müssen dieses hier haben und müssen dann das dahin machen und da ausströmen lassen. So. Dann kommt das Kohlenmonoxid da raus. Oder Kohlendioxid. Monoxid ist es ja nicht. So, da kommt jetzt einer, der baut hier irgendwas. Oder? Ne, macht er nicht, der holt was. Jetzt müssen wir hier mal schauen, dass wir das hier irgendwie hinkriegen. Dass wir das ankriegen, dieses Rohr hier oben. Das müssen wir noch... Achso, das kappen wir ja dann da. Und machen das so. Dann müssen wir noch überlegen. Achso, das haben wir jetzt so... Warte mal, nochmal die Lüftung anschalten. Ja, das ist dann so richtig, ne? Glaube ich. Müsste funktionieren. Hier unten baut nur keiner was. Einfach aus dem Grunde, weil es hier momentan schwierig ist mit Sauerstoff, ne? Wie viel Essen haben wir? 17.300. Das reicht erstmal. Was machen unsere Pflanzen hier oben? Die hatten wir ja letztes Mal beobachtet, wie die wachsen. Das wächst nicht wegen Körpertemperatur. 30,5. Hier sehe ich jetzt nicht, was dahinter ist. Hier wächst einer, der wächst nicht. Körpertemperatur. Eigentlich müsste der wachsen mit 29,6, oder? Hydrophon, die ist 30,5, die ist 30,3. Aber das Wasser ist ja hier mit 26,5 schon am runterkühlen, ne? Die Lampen brauchen wir hier nicht. Haben wir falsch gemacht im Endeffekt. Es läuft da erstmal, ne? 31,2 hoch und 26,7, 26,5 runter. Jetzt hat er gerade eine Mehllaus gegessen. Der hat immer noch die leichte Verletzung und die kriege ich auch nicht weg. Rotschrank. Was haben wir denn hier? Ah, da können wir einen Pockerpanzerrogen wieder reinsetzen und brüten lassen. Und da gibt es Nachwuchs. So. Und das Erdgas, das muss von da unten kommen dann. Ja. Die Frage, was die alle machen. Er isst jetzt erstmal was. Wie sieht es hier aus? Da ist noch eine Stelle frei. Unzureichende Sauerstoffproduktion. Wo hapert es denn jetzt hier? Hier wahrscheinlich irgendwo, ne? Ne, das läuft sogar hier. Ja, aber hier haben wir zu wenig Algen für. Die würden ja da unten wieder produziert werden bei unserem Puff. LED oder Puff? Pufft. Das ist ein Ei. Mach das mal auf 6, damit das vielleicht fertig wird, oder? Wenn mal einer hier diese Prio setzen würde, wäre schon nicht schlecht, ne? Ich glaube, wir machen das mal hier, damit der Strom nicht ins Licht geht. Muss das mal ein bisschen früher gemacht werden jetzt hier. Dann
damit das schneller geht. Die Pumpe pumpt noch. Hier haben wir einen dabei, deswegen darf er auch da benutzt werden. 17 haben wir zu essen noch da. Hier müsste aufgewischt werden. Hier wurde sogar schon aufgewischt und da auch. Sehr gut. Ah, hier unten gibt es Algen. Gibt es hier auch Keime? Erstmal nach Keimen suchen, ne? Hier gibt es keine Keime. Das würde bedeuten, wir sollten vielleicht mal, ne, das nicht, hier ein bisschen graben. Dass wir das hier mal hat er nicht angenommen, doch. Dass wir das hier mal ein bisschen länger machen. Damit sich das Wasser dann verteilt, oder? Und dann können wir das auch aufwischen. Da duscht erstmal jemand, das ist schön. Dann wischt das erstmal weg und dann gucken wir weiter. Ja. Hier müsste man von da weitergehen. Er ist den ganzen Tag am Laufen jetzt. Die Batterie wird aber auch nicht voll. Ja, wie viel Grad hat das Wasser hier? 27,2, kommt relativ kühl hier runter. Ist dann aber auch schon hier durch, ne, oder? Ja. Es kommt halt kalt hier durch. Was macht unsere Farm? Ah, guck mal, das ist jetzt alles am Wachsen. Da war doch vorhin nicht am Wachsen, oder? Vertue ich mich da? Das machen wir mal hier auf Prior 9, damit der Strom da eingespart wird. Das ist wichtig, dass wir das mit der Deckenlampe hinkriegen. Und da ist sogar schon einer fertig. Das Rohr hat 30,2 Grad. Das Kabel auch gut drauf. 2,2. Warum das jetzt dann mal wächst und sonst nicht? Weil nee, hier ist auch einer gewachsen. Guck. Müssen wir mal schauen, ne? Wie es da weitergeht. Hier, der wächst, glaube ich, auch dahinter. Dieser nicht. Müssen wir mal schauen. Wir können irgendwen aufleveln. Das sollten wir vielleicht tun. Ja, hier. Der hat schon da alles. Was willst du mit dem dann noch verbessertes Basteln? Medizinische Präparation wird sehr stärker aufräumen. Das Lernen von verbesserten Besteln wird Harold in ein Moraldefizit bringen. Unnötige Stress verursachen. Okay. Ist das überall so? Dann brauchen wir das nicht machen, ne? Ja, haben wir hier auch schon, ne? Der muss erstmal Moral kriegen, damit es vorangeht. Bei Otto fehlt hier erstmal noch eine Mütze. Die kriegt er doch erstmal, dann freut sich Harold doch da. Der hat natürlich super Werte hier. Ja, das ist schon schlecht hier, ne? Moralbedürfnis wäre Doktors letzten Zyklus, Dekor des letzten Zyklus schlecht, 0. Grässliche Mahlzeiten, minus 1, okay. Moralbedürfnis 14, erlernte Fertigkeiten 14, so viel haben wir schon. Okay, dann lass das sein, dann machen wir das nicht. Ja. Die Lampe ist tatsächlich schon aus, das ist schon mal gut. Und die wird jetzt wohl ausgemacht, oder? Ja, das ist auch gut. So, dann haben wir es hier dunkel. 29,3, 29, 18.000 Essen haben wir, alles ist gut. Ich weiß nicht, was der aufgenommen hat, aber es sah nach Wasser aus, ist wohl so. Hatten wir hier den Tisch? Ja, den hatten wir, aber der ist auch ohne Strom, ne? Ja. Die Pause endet, wenn der Stress auf Null gesunken ist. Ja, da weiß ich auch noch nicht, ob wir das machen sollen. Ich glaube eher nicht. So, Essen ist ja nicht das Thema. Algen ist jetzt das Thema, aber Sauerstoff hier mit Sauerstoff produziert, oder sehe ich das? Naja, oder? Er hat da was geholt.
Strom und Wasser gibt es da. Hier ist ausgeschaltet. Ja, aber, oh, guck mal, da gibt es einen zweiten schon. Also dieses hier wird einfach nicht gebaut. Warte auf Lieferung Kupfer. Wir haben kein Kupfer. Müssen wir Kupfer hier produzieren. Ja, und das ist auf 1 gesetzt. Das heißt, wir sollten vielleicht das mal gerade auf 5 machen und gucken, ob da einer was macht. Hier wird Essen gemacht. Stellt sich gerade die Frage, ob das vonnöten ist. Ich mache das mal runter auf 5, weil wir haben ja momentan genug Essen. Ja, okay, da ist Juice, Algen, Thermomium, Elektrogrill, da sind einige Sachen, ne? Hier wird Strom produziert. Hier ist schon was kaputt. Das müsste repariert werden. Mach das mal auf 5. Die sind gerade nicht so gestresst, glaube ich, kann das sein? Ja, sie segelt ganz runter. Was macht er da unten? Das ist... Was ist denn da drin? Ton ist das, okay. Was passt? Ah, er geht pflegen, ne? Oder? Nee, doch nicht. Er geht nicht pflegen. Er gibt dieser Pflanze Erde, damit die wachsen kann, okay? Arborbaum wächst 64% schon tatsächlich. Nicht schlecht, ne? Aber er kriegt hier keinen Sauerstoff. Okay, hier ist alles stillgelegt. Oh, da kommen zwei runter. Was machen die hier? Einer hat was mitgebracht. Was bringt Otto mit? Beide haben das gleiche mit. Um das hier zu bauen, oder? Ich will's hoffen. Ja. Warte auf Lieferung Kupfer. Gut. Okay, dann müssen wir gucken, dass das fertig wird. Aber wir sind da dran. Ja, wie geht's weiter? Gute Frage, ne? Da wurden Hände gewaschen, das ist wichtig. Hier ist jetzt gerade wieder zu warm, oder was? Körpertemperatur tatsächlich. Was bringt das Wasser uns? 26,2 Grad. 30,4. 30,6. Wofür wird da gedreht? Das ist die Frage. Strom. Die nicht. Die auch nicht. Der Juicer wird gemacht, diese Lampe. Und der Ofen wird gemacht. Okay, der Ofen macht Sinn. Was sieht der Matsch? Barbecue. Frostbrötchen. Können schon leckere Sachen jetzt hier machen, oder? Machen wir die doch mal, oder? Gucken, was passiert. Und hier ist leider nichts für möglich, weil Gas fehlt. Das gibt's hier unten, aber das machen wir ja gerade nicht. Da ist noch einer gekommen, aber 155, warte auf Lieferung Kupfer, 75 Kilogramm, gut. Die Eier müssen wir dann ausbrüten, ne? Und dann tun wir unsere Produktion von Algen bzw. Schleim steigern. Also hier gibt es ja genug zu essen auch, ne? Gut. Da geht einer auf Toilette. Da ist schon einer auf Toilette. Okay, hier wird was gemacht. Okay.
Geht auch auf Toilette. Das sieht alles gut aus soweit, ne? Ah, guck mal, hier wurde schon geschaufelt. Dann lass uns noch zwei hier weiter schaufeln. So, was haben wir da jetzt für Leute oder Sachen? Wo ist er? Da ist er. Gucken wir rein, ne? Dünger oder Wühlmauswelpe? Ah, will ich jetzt nicht so. Enthält nachts Bonusaktivitäten. Landwirtschaft, Stärke, Tierzucht. Tierzucht haben wir schon jemand. Wissenschaft, Stärke, Maschinen. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal überlegen. Luftverbrauch gesenkt. Kann Doktorfähigkeit auch. Ich denke mal, wir nehmen noch die Barney hier rein. Einer geht noch, weil wir gerade gut Essen haben, denke ich. Und dann müssen wir gerade gucken, was Barney da für Möglichkeiten hat. Fortschrittliche Forschung, verbessertes Basteln und Aufräumen. Ich glaube, wir machen mal hier erst das. Da gibt es ja dann einen Bonus. Gut. Achso, da können wir auch noch was einstellen dann. Hier, den Hut auf. Sehr schön. So, hier unten gibt es Essen. Hier sieht es auch gut aus. Hier ist es wahrscheinlich noch zu warm oder was? Körpertemperatur, genau. Hier ist es leider jetzt auch zu warm. Obwohl wir das Wasser hier runterbringen. Der macht hier immer auf und zu gerade, ne? Temperatur aktuell 27 Grad, sendet ein grünes Signal. Jetzt ist er aus, weil 27,6. Rotes Signal. Ist dann über 28 gestiegen, oder wie sehe ich das? Wenn ich den jetzt 1 minimiere, ach, geht 2 runter, okay. Was macht der dann hier? Gute Frage, ne? Hat jetzt ein rotes Signal gesendet. Ja, da kriege ich auch eine Nachricht rein. Ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.